Welcome, ladies and gentlemen. Ich möchte jetzt diesen epischen Moment mit euch teilen, meine Freunde. Ich habe mich jetzt kurzerhand dazu entschieden, aus meinem Dual Boot BIOS auf meinem Laptop ein Only Ubuntu zu machen. Ich kann es bis jetzt noch nicht glauben, was ich mich da jetzt traue. Anlass dafür ist übrigens, dass ich mich entschieden habe, ein bisschen mehr mit Linux arbeiten zu wollen. Und da ich ja jetzt meinen alten Rechner mit Windows 10 in der Arbeit benutze und meinen Desktop-Rechner als Backup-Lösung habe und ja noch die Windows Cloud, wo ich mit Anydesk notfalls ausweichen kann für Programme, die nicht unbedingt eine Grafikkarte brauchen und nur unter Windows laufen, habe ich da überhaupt kein schlechtes Gewissen. Verbaut ist hier übrigens eine NVMe-SSD mit 480 GB, glaube ich. Sonst hätte ich auch natürlich nicht hier angefangen, hier das Ganze zu filmen. Soll ja irgendwie live sein. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo man für Windows 7 oder Windows XP in eine Installation, wo es noch keine SSD-Festplatten gab, eine knappe Dreiviertelstunde einkalkulieren musste?
Das ist hier übrigens die LTS-Version für die, die es interessiert. Fast schon trügerische Stille. Selbst hier im Büro hört man nur noch die Vögel zwitschern. So, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich Updates installiert, also beziehungsweise ich lade jetzt Updates gerade runter. Supportet wird dies übrigens von der Initiative Freifunk. Diese setzt sich für freie WLAN-Netze in ganz Deutschland ein. Mitmachen kann jeder, der einen ausrangierten WLAN-Router hat, den er nicht mehr benötigt. Und der sich mit ein bisschen Know-how, das er sich einlesen kann, damit befassen möchte. Wenn ich gerade eine Fritzbox nutzen möchte für Freifunk, dem rate ich ein TP-Gerät, TP-Link-Gerät. Wer hat denn schon Bock, morgens noch irgendeinen scheiß WLAN-Schlüssel einzugeben? Ich nicht. Ach, nochmal Werbung in Eigeninitiative, beziehungsweise Werbung in eine eigene Sache. Freifunk. www.pcjmuella.com/freifunk. Dort könnt ihr euch einlesen und einen Überblick verschaffen bezüglich der Freifunkinitiative. So, das war's. Noch nicht mal YouTube-Video würdig. Ach, ich lasse noch ein paar Sekunden laufen. Der Einrichtungsassistent. Kenne ich alle schon. Ich lege mir gerne das Terminal als Favorit ans Startmenü. Ach. Ha, jetzt bin ich Video, Werbungs,
würdig. Haha.